Grüß euch, ich bin's der Dom. Ich zeige euch heute die wichtigsten Funktionen der Livest Läuft-Box. Mit ihr kann man das TV-Programm der letzten 7 Tage jederzeit anschauen. Zuallererst verbindet ihr den Fernseher mit der Livest Läuft-Box durch das beigelegte HDMI-Kabel. Als nächsten Schritt das Netzwerkkabel mit dem Modem verbinden. Zum Schluss die Livest Läuft-Box mit dem Strom verbinden. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme Replay aktivieren, um die Sendungen der TV-Programme automatisch 7 Tage aufzunehmen. Über das Menü Fernsehen startet ihr das Live-TV. Die Umschaltzeiten sind hier blitzschnell. Ihr könnt jedes Programm zu jeder Zeit anhalten. Nun könnt ihr zu jedem Zeitpunkt zurückspulen. In der Suche könnt ihr nach Schauspieler, Sendungen oder sonstigen Stichwörtern suchen. Habt ihr eure Sendung gefunden, so wählt sie hier aus und hier könnt ihr euch eure Sendungen länger als 7 Tage speichern. Handelt es sich um eine Serie, so schlägt euch die Livest Läuft-Box weitere Episoden vor. Ihr könnt natürlich eure Aufnahmen direkt über den TV-Guide programmieren. Unter Recorder werden eure Aufnahmen für die Dauer des Abos gespeichert. Ihr könnt hier eure Serien ansehen oder auch wieder entfernen. Unter dem Menüpunkt Abonnements könnt ihr jederzeit euren Online-Speicher auf 100 Stunden online erweitern. Bei der Taste mit dem Fragezeichen handelt es sich um die Hilfetaste. Hier bekommt ihr je nach Menü praktische Hinweise und Tipps. Im TV-Guide als Beispiel, die gelbe Taste blendet die Uhrzeit ein. Mein persönlicher Tipp zum Schluss: im Radiomodus einfach die blaue Taste drücken, Bildschirm ausschalten und die Musik genießen. So, jetzt kennt ihr die wichtigsten Funktionen der Livest Läuft-Box. Viel Spaß beim Ausprobieren!